Annelies Marie Frank. In der ganzen Welt bekannt als Anne Frank. Diese junge Frau, eine Jüdin, schreibt ein Tagebuch über die Zeit, als sie sich mit ihrer Familie vor den Nationalsozialisten verstecken muss. Später stirbt Anne Frank im Konzentrationslager. Ich will in diesem Video hier nicht zusammenfassen, was sie in ihrem Tagebuch alles schreibt. Vielmehr wollen wir euch das Leben und das Werk Anne Franks einordnen. Was erzählt es uns über den historischen Kontext? Gab es Nazis in den Niederlanden? Wie war die Situation dort damals? Und warum ist Anne Franks Tagebuch heute noch, immer oder gerade jetzt so bedeutend? Genau diese Fragen beantworten wir euch jetzt. Lassen wir Anne Frank doch gleich selbst zu Wort kommen. In ihrem Tagebuch schreibt sie: Es ist für jemanden wie mich ein eigenartiges Gefühl, Tagebuch zu schreiben. Nicht nur, dass ich noch nie geschrieben habe, sondern ich denke auch, dass sich später keiner, weder ich noch ein anderer, für die Herzensergüsse eines 13-jährigen Schulmädchens interessieren wird. Aber darauf kommt es mir eigentlich nicht an. Ich habe Lust zu schreiben und will mir vor allem alles Mögliche gründlich von der Seele reden. Für das Tagebuch, für ihre Gedanken und Eindrücke werden sich Jahrzehnte später Millionen Menschen interessieren. Aber dazu später mehr. Anne Frank wird 1929 in Frankfurt am Main geboren. Anne ist Jüdin. Im Jahr 1933, als Adolf Hitler an die Macht kommt, flieht die Familie Frank nach Amsterdam. Anne kommt im Frühjahr 1934 nach. Anne schreibt Jahre später in ihr Tagebuch, dass sie wie ein Geburtstagsgeschenk für Margot auf den Tisch gesetzt wurde. In den Niederlanden werden Juden nicht verfolgt oder diskriminiert. Die Familie sucht Schutz. Denn die Nazis in Deutschland gehen von Anfang an gegen die Juden vor. Jüdische Geschäfte, Anwaltskanzleien und Arztpraxen werden boykottiert. Juden dürfen nicht mehr als Beamte oder als Lehrer arbeiten. Bücher von jüdischen Autoren werden verbrannt. Die Repressionen nehmen mit den Jahren zu und natürlich werden Juden beleidigt, körperlich bedrängt, eingesperrt, verhört und auch getötet. In Amsterdam ist Anne Frank zunächst einmal sicher. Sie kommt in die Grundschule. In den Niederlanden sind Juden ab Mitte des 19. Jahrhunderts ziemlich gut in die Gesellschaft integriert. Womöglich besser als im Deutschen Kaiserreich. Und auch der Antisemitismus ist viel weniger verbreitet. In fast ganz Europa wandelt sich aber das gesellschaftliche Klima nach dem Ersten Weltkrieg, von dem die neutralen Niederlande nicht direkt betroffen ist. Auch hier existiert eine faschistische Bewegung. Und diese Bewegung orientiert sich nicht an der NSDAP, sondern am italienischen Diktator Benito Mussolini. Als in den 1930er Jahren viele Juden, wie die Franks, aus Deutschland in die Niederlande fliehen, werden die dort willkommen geheißen. Mit der Zeit versucht die Regierung aber, den Zustrom zu beschränken. Es hängt auch damit zusammen, dass sich der Antisemitismus im Land verstärkt. Die niederländische Regierung bemüht sich außerdem darum, mit den deutschen Nachbarn gut auszukommen. Man macht sich da schon ein bisschen Sorgen um das Verhältnis. Und man versucht, zwischen dem Deutschen Reich einerseits und England und Frankreich auf der anderen Seite zu vermitteln. Die kleinen Niederlande bemühen sich darum, mit dem großen, aggressiven Nachbarn ein möglichst gutes Einvernehmen zu erzielen. Außenpolitisch bedeutet das Neutralität. Aber diese neutrale Haltung nützt nichts. Im Mai 1940 besetzen deutsche Truppen die Niederlande. Und jetzt werden die Rechte der Juden auch dort eingeschränkt. Juden dürfen nicht mehr Fahrrad fahren, nicht mehr ins Schwimmbad gehen. Sie müssen zu jüdischen Friseuren und dürfen nicht in die Frisiersalons für alle. Einkaufen ist ihnen nur am Nachmittag erlaubt. Die Nazis beginnen, Juden auf der Straße anzugreifen und zu verhaften. Als Gegenmaßnahme werden von nichtjüdischen Bürgern beispielsweise Streiks organisiert, aber langsam ändert sich die Haltung vieler Niederländer zu ihren jüdischen Mitbürgern. Anne schreibt dazu: Zu unserem großen Leidwesen und zu unserem großen Entsetzen haben wir gehört, dass die Stimmung uns Juden gegenüber bei vielen Leuten umgeschlagen ist. Wir haben gehört, dass Antisemitismus aufgekommen ist, in Kreisen, die früher nicht daran dachten. Ehrlich gesagt kann ich es nicht begreifen. Ich liebe die Niederlande. Ich habe einmal gehofft, dass es mir Vaterlandslosen als Vaterland dienen könnte. Ich hoffe es noch. Die deutschen Besatzer fangen an, Juden festzunehmen. Sie bringen sie in Konzentrationslager, um sie zur Zwangsarbeit zu zwingen und um sie zu ermorden. Anne Frank und ihre Familie verstecken sich ab Juli 1942 im Hinterhaus, in der Amsterdamer Prinsengracht 263. Der Zugang ist durch einen Schrank getarnt. Den muss man verschieben, um in das Versteck zu gelangen. Man kann sich das wohl kaum vorstellen, mit der eigenen Familie und noch einer Familie und einem weiteren Herrn zusammengepfercht leben, eingesperrt, keine Möglichkeit mal rauszugehen, immer in Angst leben, entdeckt zu werden. Alles muss heimlich geschehen. Die Belieferung mit Lebensmitteln. Ja, eigentlich das ganze Leben muss so leise abgehen, dass die Nachbarn nichts durch die Wände hören. Denn jeder Fehler könnte letztlich den Tod bedeuten.
Anne beschließt, über dieses Leben wahrheitsgetreu in ihrem Tagebuch zu schreiben. Als die Deutschen die Niederlande im Mai 1940 besetzen, flieht die holländische Königin Wilhelmina und ruft aus dem Exil zum Widerstand gegen die Besatzer auf. Hitler setzt einen Reichskommissar ein, nämlich einen österreichischen Juristen. Der gibt in den Niederlanden dann die Befehle. Unter ihm wird ein Rat der Staatssekretäre gebildet. Die Niederlande behalten also eine holländische Regierung, auch wenn das letzte Wort bei den deutschen Besatzern liegt. Zunächst bleibt man auf dem Kurs der Annäherung, aber das bedeutet nicht, dass die Niederländer von den Besatzern geschont werden. Ein Beispiel: Mehr als 400.000 Niederländer müssen Zwangsarbeit für das Deutsche Reich leisten. Anne Frank muss in ihrem Versteck ausharren. Sie muss davon ausgehen, dass von den Menschen draußen, von diesen Millionen Unbekannten, erst einmal grundsätzlich eine Gefahr ausgeht. Was ist da passiert? Naja, da sind natürlich einmal die Niederländer, die selbst Nazis sind. Ja, es gibt nationalsozialistisch gesinnte Niederländer, die ihren deutschen Brüdern beweisen wollen, dass sie mindestens genauso hart und genauso unnachgiebig wie die deutschen Nazis sind. Dann gibt es Verbrecher, die das Leid der Juden ausnutzen und sich bereichern wollen. Diese Leute verraten gegen ein Kopfgeld Juden an die Deutschen. Und es gibt Kollaborateure. Menschen, die mit der Besatzungsmacht zusammenarbeiten, weil es der bequemste Weg ist. Manchmal sagen die Kollaborateure auch, sie arbeiten mit den Deutschen zusammen, um das Schlimmste zu verhindern. Schauen wir uns mal die Fakten an. Adolf Eichmann, der Mann, der die Verfolgung, die Vertreibung und die Ermordung der europäischen Juden maßgeblich mitorganisiert, sagt über die Niederlande: Die Transporte von Juden aus Holland würden so makellos verlaufen, dass es eine Freude sei. Etwas mehr als 100.000 niederländische Juden und dazu noch 20.000 Juden, die in die Niederlande geflohen waren, werden ermordet. Das kann nur umgesetzt werden, weil es ein System gibt, das die Judenverfolgung gnadenlos durchzieht. Die Deutschen nutzen die sehr gut funktionierende Verwaltung vor Ort aus. Sie nutzen aus, dass die Niederländer grundsätzlich ein Vertrauen in die staatlichen Institutionen haben und sich an das halten, was angeordnet wird. Kann man Widerstand in Zahlen messen? Etwa 24.000 niederländische Juden werden von Nachbarn, Freunden und Unterstützern versteckt. 16.000 davon überleben. Sind vor allem Privatleute, die den Nazis Widerstand leisten. Ich muss zugeben, ich weiß nicht, ob ich den Mut gehabt hätte, jüdische Familien zu verstecken. Ist ja auch eine große Gefahr für einen selbst gewesen. Aber kann man so eine Frage überhaupt ernsthaft beantworten? Wie hätte ich mich damals verhalten? Tatsache ist, nicht jeder Mensch kann oder will heldenhaft Widerstand leisten. Sehr viele Niederländer leisten schon dadurch den ihnen möglichen Widerstand, indem sie mit den Nationalsozialisten, mit den Deutschen, nicht zusammenarbeiten. Auch das bringt die Menschen schon in Gefahr. Anne Frank versucht, sich die enormen seelischen Belastungen von der Seele zu schreiben. Als 1944 die Deutschen an allen Fronten verlieren, ruft die niederländische Regierung aus dem Exil die Holländer dazu auf, Tagebücher und Briefe aus der Zeit des Krieges und der Besetzung aufzuheben, damit man später weiß, wie es war und was alles passiert ist. Anne Frank fängt deshalb an, ihr Tagebuch zu überarbeiten. Wenn der Krieg vorbei ist, will sie es als Buch veröffentlichen. Und da ist natürlich was anderes, ob man nur für sich Tagebuch schreibt oder ob alle Welt das Buch lesen kann. Anne Frank lässt etwas weg, was ihr zu privat erscheint. Stellen, die ihr nicht gut genug erscheinen, überarbeitet sie, formuliert sie um. Aber sie wird mit ihrer Arbeit nicht fertig. Am 4. August 1944 werden die Menschen, die sich im Hinterhaus in der Prinzengracht versteckt haben, verhaftet. Wahrscheinlich sind sie verraten worden. Miep Gies ist eine Mitarbeiterin von Annes Vater in der Arbeit. Sie hatte der Familie Frank und den anderen Bewohnern des Hinterhauses geholfen, sich zu verstecken. Gies nimmt nach den Verhaftungen unter anderem Annes Tagebuch an sich. Sie hofft wohl, dass es Anne Frank irgendwann zurückbekommen kann. Aber diese Hoffnung wird sich nicht erfüllen. Anne Frank wird schließlich nach Bergen-Belsen ins Konzentrationslager deportiert. Und dort stirbt sie im Februar oder März 1945. Mit 15 Jahren. Und heute? Heute ist Anne Frank eine historische Figur. Das Dokument dieser Zeit, das sie hinterlassen hat, ist etwas Einzigartiges. Ein literarisches Werk und doch auch ein echtes Tagebuch. Ich finde, man kann ganz gut nachvollziehen, was sie in dieser extrem schwierigen Situation, in der sie sich befand, fühlt. Zumindest geht es mir so. Man leidet richtig mit. Man empfindet mit Anne. Ihr Tagebuch ist ein persönliches Zeugnis, aber es erinnert eben auch daran, welche Grausamkeiten damals begangen werden. Und es mahnt diejenigen, die es lesen, dass sie Antisemitismus und Judenhass entgegentreten müssen. So schwierig das manchmal ist. Anne Frank ist heute eine Bestseller-Autorin. Mehr als 30 Millionen Mal wurde ihr Tagebuch verkauft. Dieses Tagebuch ist einerseits eine literarische Arbeit, andererseits aber auch ein zeithistorisches Dokument.
weil die Dinge, die darin angesprochen werden, so allgemeingültig und nachvollziehbar sind, spricht der Text nach wie vor sehr viele Menschen an. 1 Million Menschen besuchen jährlich das Haus in der Prinzengracht 263. Schulen sind nach Anne Frank benannt. Stiftungen, Verlage und Politiker streiten, wie man mit der Autorin und ihrem Erbe umgehen soll, wie weit Vermarktung gehen darf und für was Anne Frank steht und für was eben nicht. Ich finde, bei dem ganzen Gezerre, das da immer wieder stattfindet, vergisst man oft das Wesentliche, nämlich dass Anne Frank eine talentierte junge Frau war. Eine junge Frau, deren Leben durch die menschenverachtende Ideologie des Nationalsozialismus, durch Antisemitismus zerstört wurde. Anne Frank wird gedemütigt, verfolgt, verschleppt und gequält, bis sie stirbt. Und genau das mahnt uns immer daran zu denken, welche Grausamkeiten Menschen anderen, völlig unschuldigen Menschen antun. Auch heute, jetzt gerade, in diesem Moment, irgendwo auf der Welt. Und wenn wir können, wenn wir die Möglichkeit haben, dann sollten wir uns, finde ich, dagegen stellen und sagen, das ist nicht in Ordnung, so sollte es nicht ablaufen. Wie seht ihr das? Kennt ihr das Tagebuch von Anne Frank überhaupt? Habt ihr es selbst vielleicht für die Schule gelesen? Was nehmt ihr daraus mit und wie wirkt ihre Geschichte auf euch? Schreibt uns gerne in die Kommentare. Und hier neben mir findet ihr ein Video der Kollegen von Terra X über den Holocaust und wie es dazu kommen konnte. Sehr wichtiges Thema. Und direkt darunter noch etwas zur Rassenideologie der Nationalsozialisten von unserem Kanal hier. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.